Das war ein ganz hartes Stück Arbeit, aber am Ende feiert der SC Magdeburg den zweiten HBL-Sieg im Jahr 2020. Ein 34:32 in Balingen. Es ging von Anfang an heiß her. 7 Minuten gespielt, Vladan Lipovina mit einem heftigen Treffer gegen Michael Damgard, den besten Magdeburger Torschützen. Und der fühlt sich ungerecht behandelt, hat sich aber eigentlich noch im Griff. Die Schiedsrichter geben Lipovina nur gelb und Damgard 2 Minuten. Für mich wäre andersrum die richtige Wahl gewesen. Also Härte in diesem Spiel und dann vor allem Tore, Tore, Tore. Marcel Niemeyer, der Kreisläufer der Balinger, immer ein Garant dafür, dass es offensiv läuft bei den Schwaben. Wunderbar bedient. Janne Krehn musste kurz später raus. Tolin spielte lange. Die Torhüter waren kein großer Faktor in diesem Spiel, weil die Feldspieler, vor allem die Abschlussspieler, brillierten. O'Sullivan überragend in Abwesenheit des verletzten Besiak. 6 Tore bei 6 Versuchen in Halbzeit. 1 er stellte für Magdeburg den besten Mann der ersten Halbzeit. Mit 18:16 ging es für Erik Schmidt und Co. in die Pause. Und dann die beste Phase der Gäste. Sie klauten Bälle, Balingen wurde unsicher. Ein Riesenlauf, 10 starke Minuten nach der Halbzeit brachten Magdeburg auf die Siegerstraße. Pettersson beginnt ein 4:1-Lauf. Am Ende war es sogar ein 8:2-Lauf für die Gäste. Aber Balingen gab sich nicht auf, stemmte sich gegen den 9. Niederlage in den letzten 10 Spielen. Vor allem Jonas Schoch überragend mit 9 Toren. Immer wieder überragende Treffer aus dem Rückraum. Der Beste in der Offensive der Balinger an diesem Tag. Und hinten hielt wieder ein 22-Jähriger. Wie schon gegen Kiel. Mario Rominski. Bocic verletzte sich am Ellbogen. Jensen sowieso noch verletzt. Sie müssen aktuell auf einen 22-Jährigen vertrauen. Der zahlt das Vertrauen zurück. Rettet nach 2,5 Minuten vor dem Ende. Überragend gegen Damgard, hat aber keine Chance gegen den Abpraller von Erik Schmidt. Seine neue Spezialität. Das hat er schon im EHF Cup gegen Nord grandios geschafft. Von diesem Schock erholte sich Balingen nicht mehr. Am Ende die Versöhnung von Damgard und Lipovina. Ein heißes, heißes Spiel. Und am Ende gewinnt der Gast die 2 Punkte.